um Ihnen Papiersparen zu helfen, teile ich Ihnen höflichst mit, dass es keinen Sinn mehr hat, mich mit weiteren Mahnungen zu bepflastern, da ich derzeit nicht in der Lage bin... Welcher Trottel hat denn das Werkstattfenster aufgelassen? Das staubt ja da herinnen wie in der Sahara. Ja, schreit doch wie eine abgestorene Sau. No, ich, die Boschinka, ist ja sonst keine nicht im Hause. Ja, das stimmt allerdings. Wo bin ich jetzt stehen? Lage. Ach so, ja. Da ich derzeit nicht in der Lage bin... Ah, der Chef, der erledigt die Binnenpost. Binnenpost? Ja, wenn Sie binnen 8 Tagen nicht zahlen... Ja, stimmt, haargenau. Ja. Also fürs, dann würde ich bei der frühen Arbeit nicht stören, gehe ich ja dabei wieder aus. Was willst du überhaupt? Ich möchte mal melden, dass wir ein Material brauchen. Weil sonst der Betrieb steht, ja. Ich kenne deine Redensarten schon. Ja. Du weißt doch ganz genau, dass der Obermeier jede weitere Holzlieferung von der Bezahlung der noch offenen Rechnungen abhängig macht. Ja, freilich weiß ich das. Wenn wir das letzte Mal in einer optimistischen Anwandlung da waren und abkassieren wollten, hat er gesagt. Ich weiß schon, ich weiß schon. Na, du weißt nichts, du bist der Stiften gegangen, wirst du durchs Fenster gekommen hast. Mich hast mit dem Obermeier einen Nahkampf ausfechten lassen. Mann gegen Mann. Jetzt übertreib doch nicht gar. Also. Ja, die höchste Übertreibung war ja bloß ein schwacher Abglanz von dem, wie er sich wirklich aufgeführt hat. Der Brüll auf dir. Ja, koscher ist er schon, der Kerl, gell? Weißt du überhaupt, wer und was du bist in seinen Augen? Natürlich weiß ich das. So, dann kannst du vergleichen. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben, jetzt pass mal auf. Gell? Du bist ein Schuldenbeutel, ein ganz Hundseidener, ein Zigeuner, ein Lump, ein Gauner, ein lügnerischer Dieb, ein Falschspieler, ein Baumfänger, ein Leitanschmierer, ein Hypothekenpflaster. Halt, das lang schon. So, hast dich schon erkannt? Ja. Es war nämlich schon noch weitergegangen, gell? Da liest selber. Zur Erläuterung deiner schwarzen Schuldnerseele. Also direkt eingebildet könnte man werden. Ja, ja. Ein Rechtsanwalt hätte eine Lebensstellung, wenn du jeden Schimpfen am Einzelnen einklagst. Ja, das darf sich orientieren. Ja, der zahlt das sowieso nicht. Ja, ich weiß nicht, der Obermeier ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so. Er hat nur so ein aufbrausendes Temperament. Ja, er ist eigentlich ein ganz ruhiger Typ. Ja. Ich kenne ihn nämlich besser. Ja, die Kenntnis wäre es bald brauchen, denn er kommt wieder, hat er gesagt. Wann? Heute noch? Wie ein weißer Wirbelwind wird er erscheinen und dir deine schwarze Schuldnerseele aus dem Leib blasen. Der Wind werde dir leicht. Dankeschön, ja. Also was ist jetzt mit dem Holz? Ja, da muss ich mir erst was einfallen lassen. Na ja, dann geh ich dabei in die Werkstatt raus und lerne unseren Lehrbuben Theorie statt Praxis. Unterrichtsthema, der Konkurs und seine Folgen. Bist du jetzt narrisch geworden, warum denn? Damit er was lernt. Ein Mensch lernt nie aus. Also, lass dir was einfallen mit dem Holz. Denn ohne Holz können wir das Mädchenzimmer für das Fräulein Edith Obermeier nicht fertig machen. Ja, ich weiß schon. Die kommt sowieso jeden Tag daher und fragt, ob es schon fertig ist. Ja, wahrscheinlich hätte ich ja du mit ihrem Vater da mal reden müssen. Ja. Oder willst du mit ihm reden? Lass mich da aus dem Stuhl, gell? Da müsst ihr dir ja meine Lebensversicherung erhöhen lassen. Red nur du mit ihm. Du bist der Chef, ich bin bloß dein Arbeiter. Schmal, du bist mein Freund und nicht mein Arbeiter. Ja, aber nicht dein Depp. Jetzt heißt halt wieder eine von deinen berühmten Geschichten. Die Kinder leider schon alle. Jetzt hab ich's. Was? Das ist die Idee. Oschika! Ja? Bring uns bitte einen Wein und Gläser. Das ist überhaupt die Idee. Hoffentlich lässt sich deine Idee nicht in Wein sonst da. Das ist einmal eine gute Idee. Ein Wein ist was Gutes bei der staubigen Luft. Das ist gut für einen trockenen Hals. Da staubt es denn wirklich so gut? Ja, nachdem wir nicht weiterarbeiten können, habe ich unseren Lehrbuben auch geschafft, der soll die Werkstatt zusammenräumen und aufkehren, damit er was tut. Ne? Unser Lehrbuben ist ein Trottel. So. Und jetzt trinken wir einmal miteinander. Prost. Was? Hey, wer hat denn die zum Trinken eingeladen? Oh, bin ich nicht so, habe ich mich selber eingeladen. Gebe ich euch die Ehre meiner Anwesenheit. Ja, es wäre aber besser, wenn Sie uns die Ehre Ihrer Abwesenheit geben würden. Wir haben nämlich was zum Reden, wir zwei. No, das ist ja gut, du zu reden, nicht zu trinken. Du willst uns scheinbar nicht verstehen. Wir zwei wollen reden miteinander unter 4 Augen, verstehst? No, bin ich doch nicht blöd, eh? Ja. Redet nur, ich bin ganz Ohrwaschel. Jetzt verschwinden Sie endlich! Kusmaran, Josef, so ein Schreck kann einen ja aufs Hirn schlagen. Ja, wenn's du ans Hest schon, gell? Hm. Na ja, verstehe ich schon. Ihr wollt's reden und ich soll's nicht hören. Muss ich's ja nicht hören. Von herinnen. Die werden da gleich was geben. Was denn? Vielleicht mein Lohn, der aussteht seit einem halben Jahr, hä? Ja. Was? Bloß ein halbes Jahr? Ja. Damit kannst du mir nicht imponieren. Ich warte auf meinen Lohn 2 Jahre lang schon. Nein. Und jetzt, Honem, Honem.
Verschwind! Wenn du nicht hättest so eine gute Erziehung, dann würde ich dir sagen, was du bist. Du bist ein blöder Baumschabel. Aaf bist du. Arinoceros! Das ist im Stand und Zeit, dass der Brems Tierleben auf. Ja, verschwinde der Kich. Das tu ich's auch. Und weißt, was ich werde machen? Ich werde ein gutes Duwanki kochen, was du so gern tust essen. Aber du kriegst nix. Gras auf Schircher. Du, dass wir jetzt wieder von unserer Sache reden. Ja. Also ich glaube, dass wir mit unserem Betrieb bald über den Berg sind. Ja, die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. So eine kleine Durchstrecke noch, dann haben wir es geschafft. Apropos Durchstrecke, meine Kehle schreit nach Entstaubung. Du weißt doch, dass seit gestern mein Neffe der Hans im Haus ist. Ja, freilich weiß ich das. Ich habe mir persönlich durch die Werkstatt geführt. Er hat sich über alles erkundigt. Ja, er ist an allem interessiert. Letzten Winter, wie er da war, habe ich ihm gar nicht viel mehr erzählen können über die Zubringerstraße zur Autobahn. Ja, weißt, er will nämlich nach bestandenen Prüfungen als Architekt ins Ausland. So, ins Ausland, ja. Will er. Und jetzt kommt er zu dir und will das Fahrgeld ausleihen, oder? In meiner derzeitigen Lage vollkommen aussichtslos. Ja. Bei mir hast du Äppe in der Kasse. Also weißt du was, irgendwie musst du eine heimliche Flamme haben. Wieso? Weil es ständig abbrennt bist. Du scheiße Gott, einmal und nie wieder. Weißt du, gerade die Anwesenheit vom Hans, die hat mich nämlich auf die Idee gebracht. So. Auf die Idee, dass der Hans da im Betrieb mitarbeiten soll. Ja, aber wenn er doch ins Ausland will. Halt zu, mein Plan. Du weißt doch, dass meine Frau, ja, also meine verstorbene Frau, in Amerika eine Nichte hat. Und zwar die Anita. Ja. Und derer habe ich geschrieben, dass sie herkommen soll, dass wir endlich einmal die Besitzrechte klären da. Ja, ich weiß schon von den Scherzen von deiner verstorbenen Alten, die dir als Ehemann 49 und ihrer Nichte 51% gegeben hat von dem Betrieb. So was Blödes. Aber es besteht eine Testamentsklausel, und zwar, dass die Anita ledig bleiben muss, sonst verliert sie alle Anrechte am Betrieb. Ja, wieso denn das? Ja, meine Alte hat mit dem Mannsbild ein furchtbar Pech gehabt, gell, und das wollte sie ihrer Nichte ersparen. Und da setzt meine Idee ein. So. Die Anita und der Hans, die müssen dort zusammenkommen. Und ich sorge dafür, dass sie zusammenkommen. Und dann müssen sie heiraten und die 100% sind wieder beieinander. Tja, das geht auf eine Branchenänderung aus. Kupplerei statt Tischlerei, auch nicht schlecht. Mhm. Und du meinst, dass die zwei so einfach mitmachen? Warum denn nicht? Das sind zwei junge Leute. Er ist ein fescher Bursch, sie ein sauberes Mädel und bringt dazu noch einen Haufen Geld in die Ehe mit. Das letzte Argument, das du angeführt hast, könnte zwingend zu einer Ehe führen. Ja. Ich habe in Hans schon drüber geredet. Habe ihm natürlich die tatsächliche geschäftliche Situation verschwiegen. Die Prozentsache natürlich auch. Im Gegenteil, ich habe noch eine weibliche Bürokraft erfunden, ja, dass ihm das Dableiben ein bisschen schmackhaft gemacht wird. Ja, und wo nimmst du jetzt eine weibliche Bürokraft her, wenn er da bleibt? Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da wird mir dann schon was einfallen. Entweder sie ist ausgestanden oder sie ist krank geworden oder sie hat ein Kind gekriegt. Irgendwas fällt mir. Ja, so bist du einer weiblichen Bürokraft, die überhaupt nicht existiert, hängst du einfach ein Kind an. Also, wenn es ums Geschäft geht, bin ich zu allem Weg. Ja. Na, was sagst du jetzt zu meinem Plan? Grausam. Zwei so junge, unschuldige Menschen mit Gewalt ins Unglück zu stürzen. Doch nicht mit Gewalt, auf freiwilliger Basis. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mein Geschäft zusperren? Die Gläubiger, die dann über mich herfallen, wie die Ausgeier. Was machen wir dann mit zwei Deppen? Bitte sprich in dein Einsaal, gell? Ja, was willst du denn machen? Privatisieren? Denn deine Idee, die besteht aus Zukunftsmusik. Aber die Realität schreit nach Holz. Und da braucht man ein Geld. Ja. Und das haben wir nicht. Und deshalb kriegst du von mir jetzt den ehrenvollen Auftrag, dass du bei der Boschika fragst, ob es uns noch mal was leid, gell? Nein, du lass mich aus dem Spiel, gell? Red nur du mir. Das willst du machen. Du bist ja mehr sympathisch wie ich. Weißt du, nach dem Sprichwort, klopfe an und es wird dir aufgetan. Darin liegt doch die große Gefahr bei mir. Weißt du was? Klopf du bei ihr an, du bist der Chef und lass dir aufmachen. Ich bin nicht der richtige Mensch für solche Eröffnungen. Außerdem muss ich hinüber ins Kaufhaus Brenninger, die brauchen nämlich ein neues Verkaufspult. Das nenne ich Fahrerflucht. Ja, mein, kann man nichts machen. Übrigens, die Lohnaufbesserung, die ich da letztes Jahr versprochen habe, muss ich natürlich rückgängig machen. Gell? Macht nichts. Dafür kann ich dir auch beim Kartenspielen nicht mehr gewinnen lassen. Gell? Ja, das ist allerdings ein schlechtes Geschäft. Ja, der ist gut. Der lässt mich allein. Und ich habe einen schwarzen Bäder in der Hand. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Boschinka! An Wein gibt's kein mehr, du Wasser saufen, das ist ja viel gesünder. Wasser? Das war gar keine schlechte Idee. Boschelein, bring mir ein Glas Wasser, aber schnell.
Jetzt muss ich an ihren bremischen Herzen rütteln, sonst sehe ich schwarz für eine Anleihe. So. Guschmann, Josef, was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht. Mir ist gar nicht recht gut. Also, zu viel gesoffen hast du da, Trinkerwasser. Nun, austrinken. Nancho, geht mir schon wieder besser, ja. Aber was ist, das ist bei mir mehr seelischer Natur. Das ist so eine paradoxoide Nervenhypodrose. Ja, ein bisschen blemblem bist du, das habe ich schon lange gemerkt bei dir. Der Grund liegt darin, weil ich mir Sorgen mache. Sorgen wegen was? Ja, wir hätten jetzt eine Arbeit fertig zu machen und dazu bräuchten wir dringend... Nee, mein Lieber. Das Liedl kenne ich auswendig. Kein Luckertenheller kriegt er mehr von mir. Bin doch kein Sparschweindel, was man kann schlachten, wenn man möchte. Nicht schad. Ich krieg schon so einen Haufen Geld von dem Alten, das ist nicht mehr feierlich. Ach, mein Großmamitschka selig. Im Grab wird sie sich herumdrehen, wenn sie möchte wissen, was ich gemacht habe mit dem ganzen Geld, was sie mir dahinter gelassen hat. Ja, auf die paar Umdrehungen mehr oder weniger kommt sie auch nicht mehr drauf an, wenn du uns, sagen wir noch, einmal 500 Mark leist. Mein heiligen Nepomuk, 500 Mark, aber sonst bist du gesund, ha? Ja, das schon. Das heißt, bis auf die Nervenhypodrose, aber wenn du uns das Geld leist, dann geht's mir gleich wieder besser. Du, ich kenn mich. Nee. Borgen macht Sorgen. Aber weißt du was? Einen guten Rat habe ich für dich und den Barne Lambert. Nix, keinen Rat! Davon haben wir kistenweise. Was wir brauchen, ist einzig und allein Geld. Mhm. Das war das letzte Mal, wo du uns helfen müsstest. Dann waren wir geschäftlich bald auf der Höhe, ne? Ja, auf der anderen Seite geht das dann ganz schnell wieder bergab, nicht? Na, Schmarrn. Du weißt doch, dass der Neffe vom Chef gerade auf Besuch da ist. Ne? Mhm. Und der Chef, der will, dass er da bleibt und später dann die Nichte von seiner verstorbenen Frau, die Anita, heiratet. Er hat sie schon benachrichtigt, dass sie herkommen soll. Ihr kennt nämlich die 51% von dem Betrieb da. Ja, und wenn die zwei zusammen heiraten, dann sind die 100% wieder beieinander. Verstehst? Na, das sind ja schöne Neuigkeiten. Ja. Aber das muss unter uns bleiben. Na, was glaubst du, ich bin ein Tratschen? Ja. Ah, bei mir ist ein Geheimnis gut aufgehoben bis ans Ende aller Tage. Ja. Na, das wird schön, wenn die Anita auch noch wird kommen, haben wir noch eine Person mehr am Tisch sitzen und essen. Dafür bringt sie Geld mit, ne? Das ist doch ein texanisches Goldmädel. Die schwimmt doch nur so in die Dollars. In einer solchen Anwährung möchte ich auch gerne mal schwimmen. Ja, wer denn nicht? Also dann hilf nur dazu und du wirst sehen, im baldigsten Bälde steigen wir aus unserem Schuldenschlamassel auf, wie der Phönix aus der Asche. Asche müsste ich mal aufs Haupt streien, wenn ich euch noch mal was geben täte. Nee, mein Lieber. Bitte, leih es. Das kommt ja gar nichts in Frage. Es wäre das letzte Mal, wo es uns aus... Helfe mir, kriegst du es mit Zins und Zinseszins wieder zurück. Also du musst einen guten Schutzengel haben, dass dich nie auf der Stelle der Schlag tut treffen bei einer solchen Anliege. Ich möchte froh sein, wenn ich mein Geld überhaupt wieder kriegen, du, auch ohne Zinsen. Du, den Gefahren können wir leicht erfüllen. Also, was ist? Nein. Arme, die Nervenhypnose. Na, streng dich nicht an, ich werd's mal überlegen. Ich bin ja nicht so. Du? Hm? Kommst dann in die Küche? Ich hab was du, Wanki. Ja. Kriegst du auch was von mir? Also was ist, hä? Kommst du? Ja, ich kommst du schon, du. Mein Lieber, so ein Junggesell wie ich, der muss ständig aufpassen, dass er nicht über den Haufen geheiratet wird. Das Fräulein Edith Obermeier, das Wirtenswunder mit Töchterlein, welch Glanz in unserer armen, staubigen Hütte. Ja, staunt uns bei euch ganz fürchterlich. Ihr werdet ein Fall für den Umweltschutz, so, ne? Sie kommen sicher wegen Ihrer Möbel, gell? Na, eigentlich nicht, aber sagen Sie mal, sind die vielleicht immer noch nicht fertig? Leider nein. Mein Gott, das dauert aber. Wenn man bedenkt, dass der liebe Gott in 6 Tagen die ganze Welt erschaffen hat. Ja, das schon, aber... Schauen Sie sich mal unsere Möbel an, wie tadellos die gefertigt sind. Und dann schauen Sie sich die Welt an. Oh mein. Da haben Sie auch wieder recht. Ja. Na, hauptsächlich bin ich wegen meinem Vater da. Ich suche nämlich schon die ganze Zeit. Und dass er daheim weggegangen ist, hat er gesagt, dass er mal bei euch vorbeischauen will. Um Gottes Willen, doch nicht. Hoffentlich nicht zum Kassieren. Ja, warum? Wäre das so schlimm? Ach, noch viel schlimmer.
Nichts gegen Ihren Herrn Papa, Fräulein Edith, aber ich habe Ihren Vater noch vom letzten Kassierversuch in ganz schlechte Erinnerung. Ich weiß schon, in Geldsachen ist er halt eigen. Ja, da ist er schon sehr eigen, sehr eigen. Wenn es ums Geld geht, kann er halt leicht ungemütlich werden. Ja, wem sagen Sie das? Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja. Na, es wird sich ja bei uns jetzt bald alles zum Besten ändern. So? Ja. Habt ihr einen Haupttreffer gemacht? Ja, sowas Ähnliches. Der Neffe vom Chef ist vom Fach und gerade auf Besuch da, ja. Mhm. Und wenn es am Chef gelingt, ihn zu überreden, dass er da bleibt. Ja, warum will er denn wieder weg? Ja, er will ins Ausland, weil er da mehr verdient, sagt er. Ne? Mhm. Obwohl er seinen Onkel sehr zu Dank verpflichtet wäre, nachdem er ihn finanziell unterstützt hat während der Studienzeit. Ne? Ja, ja, das liebe Geld scheint für jeden und für alles die Antriebsfeder zu sein. Naja, aber der Chef wird sicher alles dran setzen, dass der Neffe da bleibt, ne? Und uns mithilft, das Geschäft auf die Höhe zu bringen. Da wünsche ich der Firma Lambert viel Glück dazu. Danke, Frau Edith. Na, das ist so nett von Ihnen. Also, wenn ich Sie so anschaue, Ihre nette, liebe Art, wenn ich an Ihren Vater denke, welch ein Unterschied. Wirklich? Ja, wenn es einer sagt, kann man ja direkt an der Vererbungslehre zweifeln. Da so ein liebes, nettes, unschuldiges Lamperl. Und dort so ein brüllender Tiger. Ja, sagen wir Tiger, wo ich hätte einen anderen Ausdruck auf Lager gehabt. Das ist nur die raue Schale von meinem Paps. Innerlich schaut es ganz anders aus. Und meine selige Mutter hat den Tiger schon dressiert, dass er nur außer Haus brüllt und daheim friedlich ist. Schau, schau. Ja, allerdings bin ich in der Hinsicht ein bisschen erblich belastet. Ich kann nicht mehr ganz schön außer Rand und Band kommen, wenn ich rausgefordert werde. Da schau her. Wäre dann bei Ihnen vielleicht noch die männliche Dressurstelle frei? Sicher. Ja. Aber wäre das nicht etwas zu gefährlich für Sie? Na, keineswegs. Ich bin sowas Ähnliches wie ein verkannter Held. Ach ja. So. Ja, und dann würde mir ein Arbeitswechsel auch einmal ganz gut